Oh yeah. Die Kombination aus den beiden Dingens, aus den beiden Dämonenwaffen finde ich richtig geil, weil du ziehst den einfach ran und dann zack und direkt kriegt er einen mit deiner Axt in die Fresse. Die Waffen sehen aber auch geil aus, muss man ja mal so sagen, ne? Auspeitschen. Och, das war nicht gewollt. Oh, jetzt habe ich Leben verloren. Na toll. So, man muss die Kamera natürlich auch mitdrehen, sonst ist das doof. Ich könnte demnächst mal so eine Statue gebrauchen. Oh, was ist das denn? Ja, hier muss ich doch so... Oder nicht? Ja, Mann. Hattest du dein Leben schon anders geplant? Okay, oh. Was hast du noch zu bieten? Da sind wir wieder. Und Seelen? Verlorene Seele, wo bist du? Hallo? Na, gehen wir hier erstmal runter. Verlorene Seele, ich höre dich doch. Guck mal, hier ist das Kupferschlüsselding. Hier. Nutzen wir den mal. Was passiert denn jetzt? Oh, das öffnet sich. Was passiert dahinter? Das interessiert mich jetzt. Kupfer, einfache Vernichtung. Töte alle Gegner innerhalb der Zeit. Drücke Back, um anzufangen. Was ist denn Back? Ach, das ist Back. Ich mach das jetzt so. So, komm. So, kommt ihr alle her. So, komm her. Abgeschlossen. Oh yeah. Mit 11 Sekunden Zeitabstand. Glaub, das ist nicht so gut, aber ist egal. Und was ist das bitte? Neuer Gegenstand gefunden. Gesundheitskreuzbruchstück. Sammle 4 Gesundheitsbruchstück, um ein Gesundheitskreuz zu halten. Oh, das ist geil. Das ist cool. Das erinnert mich ja so ein bisschen an Zelda. Nur blutiger. Okay, alles klar. So, die teile ich hier an der Wand. Die machen wir mal alle kaputt. Mann, Mann, Mann. Hätt's doch nicht so. Ihr mit hier mit euren Quicktime-Events und was weiß ich nicht alles. Nein, das Falsche. Das war das da. Danke. Nein, immer noch das Falsche. Zieh ran. Sehr schön. Hol ran. Sehr gut. Jetzt brauchen wir das hier. Sparda! Sparda! Sie sind hier! Sie sind hier! Was zur Hölle war hier los? Wir haben uns gefunden. Wir müssen hier raus. Los! Schnell! Komm schon, schnell! Die Frage ist natürlich auch, wer hat sie gefunden, ne? Ich vermute mal, es geht nach da hinten. Aber das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja optionale Dinge erforschen, die nicht vorhanden sind. Na gut. So. Bewege dich. Los, Dante.
Geschützter Bathurst. Na, ganz toll. Oh, ich habe Gesundheit bekommen. Die sind aber großzügig. Nein, nein, in der falsche Richtung. Oh mein Gott. Ins Gesicht. Komm schon. Wie konnten Sie uns finden? Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich kenne sie nicht, aber du wirst mir sicher sagen, wer das ist. Durch da. Oh, sehr gut, die brauche ich. Wir können den Abite verbessern. Urteilstufe 2 macht noch mehr Schaden. Dreifach schmettern. RT, dann zweimal, dann Pause und dann nochmal. Was passiert denn da? Noch ein Schlag und der dritte ist. Der dritte ist heftig bumm. Okay, was ist Schwung? Oh, du bist auch böse. Das ist nicht schlecht. Jo, meins. Aber wir gucken bei den Gegenständen eben nochmal vorbei. Denn ich könnte diese Gesundheitssterne gebrauchen, glaube ich. Ein so ein Ding für vollständig wieder auffüllen. Und noch so einen kleinen, den ich jetzt direkt einsetze. Oder? Ne, stimmt, benutzte Items bringen ja Punktabzug. Ne, dann lassen wir das erstmal. Bis es vollkommen nötig ist. Ist das hier irgendwo noch eine Seele? Dahinter wahrscheinlich. Und da komme ich einfach nur nicht hin. So ein Scheiß. Naja, gut. Oh, hi. Ist das Mutter? Ich hab dich lieb, Dante. Scheiß Dämonen. Guten Abend. Oh, was? Tipp für fortgeschrittene Blockbrecher. Der Ophion-Dämonenanker kann bei blockenden Gegnern für offene und verwundbare Stellen sorgen. Ja, du, das habe ich mir fast gedacht. Oh, der kann ja chargen. Na, komm her. Komm wieder her. Eva. Oh, what? Neue Waffe freigeschaltet, Osiris. Ein Engel, eine Engelssense, die sehr gut dazu geeignet ist, große Gegnergruppe aus dem Weg zu räumen. Boden. 4x Y ist Karma, B ist der Rotor und in der Luft können wir mit 3x Y hängen und mit B mitreißen, okay, und nähren. Passiv, bei Gegnertreffern dämonisch geladen. Ohne Schaden bei vollständiger Ladung. Alles klar. LT und Y bzw. B. Oh mein Gott. Das wird ja immer besser. Osiris ist vollständig geladen. Sie verursacht nun bei allen Angriffen mehr Schaden. Alles klar. Das heißt, kurze Aufladezeit und dann geht das Ding richtig ab.
Ist das geil. Die Waffe ist ja mal richtig heftig. In die Luft. Wunderschön. Die ist cool, die Sense. Alter Schwede, wir kriegen hier richtig geile Waffen gerade. So, und wieder zurück. Wer hat das gesagt? Ah ja, so. Stirb, Ungeziefer. So, komm, wir befreien dich mal. Ah, wir sind ja freundlich. Ist hier noch irgendwas? Ich würde mich ganz gerne noch den Level abkriegen. Während wir da an dieser Statue sind. Aber anscheinend ist mir das nicht vergönnt. Wir benutzen die aber trotzdem mal eben. Ah, wir haben kein Level ab, schade. Aber wir können auch mal Gegenstände nachluschern. Goldene Kugel kann verwendet werden. Ja, nee. Ich bin mir unsicher. Nee, ich kaufe den einfach mal. So. Ich brauche so ein bisschen Vorrat. Oh mein Gott, was ist denn jetzt schon wieder? Ist da noch irgendwo hin? Nee. Nee, nee, nee. Komm ran. Und da sind wir. Guten Abend.